Willkommen zurück zu The Last of Us. Beim letzten Mal sind wir hier in ein Universitätsgebäude eingedrungen, das irgendwie mal als Basis für die Fireflies diente. Aber bisher haben wir noch nichts und niemanden von den Fireflies gesehen. Und das macht mich ja dann doch schon ein bisschen stutzig. Ellie ist schon mal ein bisschen vorgelaufen, erkundet hier schon mal ein bisschen die Gegend. Ich bin hier immer noch sehr vorsichtig, beziehungsweise will halt auch... Hallo. Wo sind Sie? Ja, Ellie, ich denke... Du weißt, wo sie sind. Und ich denke, ich weiß auch, was mit dem passiert ist, weil wir haben bereits Infizierte getroffen auf einem anderen, Campusgebäude. Und ich befürchte, das ist erst der Anfang. Was haben wir denn? Kann ich hier denn mal wieder was herstellen? Möglich. Aber irgendwie nicht so. Wir haben nicht das nötige Werkzeug für die guten Sachen derzeit. Ne, also Magazinkapazität wäre natürlich nett. Jetzt ist halt so die Frage, will ich das halt alles sparen? Sparen, sparen, sparen. Was haben wir hier für eine Tür? Eine, die quietscht, okay. Mal ganz kurz gucken, ob ich hier irgendwo was finde, aber tue ich auch nicht. Gehen wir mal Ellie hinterher. Ellie! Oh, was haben wir da? Da bin ich wieder neugierig, ne? Furchtbar. Ellie! Hi. Na, auch hier? Finde ich super. Wir sind aber auch weitestgehend voll. Alles, was fehlt, ist halt Alkohol. Ich glaube nicht, dass es hier kostet, Alkohol auf den... Fireflies? Euer Heilmittel ist hier. Ist da wer? Na, drehte der einfach die Tür. Wir wissen, was hier los ist. Ja, sagte der, der die Tür so auftritt, so extrem laut. Gute Idee. Aber ich glaube, Fireflies gibt es hier nicht so viel. Was haben wir denn hier? Nichts Nützliches. Hier ist nichts außer medizinischem Krempel. Ich kapier's nicht. Sieht aus, als wären sie überstürzt geflohen. Oder infiziert. Nicht alle davon. Bleib in meiner Nähe. Gut, gucke ich mir auch sofort an. Ganz kurz will ich hier natürlich sicher gehen, was wir noch so finden. Vielleicht gibt es hier tatsächlich Alkohol. Okay. Ellie, du sollst in meiner Nähe bleiben. Was machst du denn da? Dieses Mädel, ne? Das ist manchmal so das Schlimmste. Ich meine, ich mag die Kleine, aber... Aber, ne? Was haben wir denn hier? Ich will die Tür öffnen. Kannst du nicht einfach so eine Tür öffnen? Keine Leichen. Das ist gut, oder? Es fragt sich, wo sie hin sind. Ja. Also eine gute und berechtigte Frage vor allem. In den Zeiten plündere ich alles, was es hier so gibt. Kann ja nicht so viel sein, oder? Was hier noch gibt, was hier zurückgelassen wurde. Aber weitestgehend sieht es ja eigentlich alles auch vernünftig aus. Aufzeichnungsgerät aus dem Büro ansehen. Abspielen. Leider viel zu leise, der Ton davon. Viel zu leise, selbst für mich. Auf YouTube wahrscheinlich gar nicht hörbar oder so, ich weiß es nicht. Ja, das ist schon... Teilweise die Gespräche ein bisschen arg... Na, wie soll man sagen? Verpegelt, sozusagen. Könnte man sagen. Sozusagen könnte man sagen. Meine Güte. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, dass halt manchmal die Gespräche einfach viel zu leise sind. Und manchmal ist alles okay. Das ähnliche Problem hatte ich auch in Heavy Rain. In Heavy Rain war das auch manchmal so. Finde ich immer schade. Weil ich halt dementsprechend halt das Ziel jetzt nicht so großartig entgegenpegeln kann, ohne großen Aufwand. Und großer Aufwand bedeutet großer Zeitaufwand.
die ich nicht habe. Ellie steht da hinten. Hier kommen wir her, ne? Ja. Gehen wir mal hier weiter. Plünder alles, was ich mitnehmen kann, besonders halt diese ganzen Bauteile. Da freue ich mich immer drüber. Mist! Das sind dann wohl Klicker, ja? Nein, Klicker verstecken sich nicht. Und wieso ist das Ding denn jetzt hinter uns auf und runtergefallen? Da muss es hier was anderes geben als Klicker. Aber es ist niemand da. Es ist niemand da. Wenn ich jemanden brauche, ist nie jemand da. Aha. Hier war ich noch nicht drin, ne? Hallo? So. Ich muss schon sagen, will er nicht mitnehmen oder was? Im Moment bekomme ich wirklich sehr, sehr viel und ich befürchte, ich werde es wieder alles gebrauchen. Ich werde es alles brauchen. Was ist das für eine Tür? Ach, hier bin ich doch gewesen, aber ich habe die Tür nicht gesehen. Da ist natürlich like a Mammut. Ne, kann ja mal vorkommen. So, also hier rein, ja? Also meine Idee war es nicht, aber ganz kurz will ich gucken. Ich habe 70 von diesen Medikamenten. 100 brauche ich. Hey Ellie, was machst du da? Das sind nur Halterungen für... wie viel, oder Anschlüsse, besser gesagt, für irgendwelche Schläuche und sowas. Bunsenbrenner und hast du nicht gesehen, was ist das? Röntgenbilder. Röntgenbilder eines Infizierten. Röntgenbilder des Pilzwachstums im Gehirn eines Patienten. Okay. Na, guck's dir alles genau an, ja? Ich finde faszinierend, wie die hier wirklich alles so ganz neugierig hier anguckt. Was ich halt so größtenteils alles so gar nicht mehr großartig betrachte. Na gut, gehen wir mal hier durch. Affen. Die besten Wissenschaftler aller Zeiten. Nein, keine Klicker. Noch nicht. Fireflies auch nicht. Tja, vielleicht sind sie beim Experimentieren zu Affen geworden. Weitersuchen, wir werden was finden. Mein ganzer Weg kann ja nicht umsonst gewesen sein, ne? Irgendwas muss es doch geben. Die nicht angefasst haben. Er hat nicht gesagt, wo sie sind. Ich weiß. Suchen wir weiter. Die haben die Infizierten untersucht und wurden dann quasi dann selbst zu Opfern. Weil sie zu unvorsichtig waren, ja? Sehe ich das richtig? Wobei es gibt relativ wenig Blutspuren überall. Da muss ja nichts heißen. Na, da sind doch Tote. Ja, super. Gehe ich gleich hin. Gehe ich gleich hin und guck mir das gleich an. Das wird super. Das wird toll. Immer die Schränke hier. Ich bin tot, oder bin es bald. Ich hatte Zeit, nachzudenken. Es gab Jahre, da schienen wir etwas zu... ganze Scheißerei in der Zeit verschwenden. Das nicht.
weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit, vielleicht mit einem Pferd. Was? Sind das Fireflies? Deckung! Okay, wer oder was ist das? Was sind das für Typen? Ganz egal. Wir haben ein Ziel. Machen wir, dass wir wegkommen. Traut sich nur wie. Ich glaube nicht, dass wir jetzt kampflos hier rauskommen. Aber wir versuchen unser Bestes. Auch wenn das wahrscheinlich nicht reichen wird, aber, ne? Was muss, das muss. Fragt sich halt nur... Wow! Ja, was hast du drauf, Mann, hä? Na los! Wow! Alter, ist ja gut! Wo kommst du auf einmal her? Meine Güte. Oh, da hat eine Axt. Will ich die Axt haben? Eigentlich ja. Weil Axt ist immer noch besser, als wenn ich einmal zuhauen kann mit dem Schläger und halt jemand instant töte. Weil jeder Schlag mit der Axt tötet sofort. Da liegt jetzt ein Leuchtfeuer. Leuchtsignal, Leuchtfackel. Gedöns. Einmal ganz kurz hier das hier. Dann kann ich besser damit zielen. Lade nach! Okay. Problem ist, wir werden hier auch welche. Das wollte ich ja gerade sagen. So. Läuft. Noch irgendwer? Ah, der steht hier. Okay. Oh Mann. Ja, den haben wir jetzt auf jeden Fall. Hat er irgendwas gedroppt? Glaube nicht. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Und ich hatte recht, dass wir halt unsere Munition, die wir jetzt finden, auch brauchen werden. Leider. Erledigt nicht so ein Krach. Die Leuchtfackeln weisen mir jetzt ein bisschen den Weg, habe ich das Gefühl, ne? Hallo? Hier drüben! Shit. 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 Ellie, schieß! Danke! Ah, Kacke! Gut, Ellie! Gut, Ellie! Bleib drauf! Mach's gut! Starkes Mädchen. Ganz starkes Mädchen. Okay. Das ist jetzt leer. Also ich muss ja mit dem hier ein bisschen hantieren. Gut, dass die alle Äxte droppen. Irgendwo war ja doch noch einer, oder? Ich Hallo? Finde dich, Arschloch! Schrei nicht so! Wo ist er? Bisher sehe ich ihn nicht. Da ist er. Was hast du doch? So. Geht doch. Nichts einfacher als das. Ah, da oben ist einer. Warum ist denn da oben noch einer? Sollten wir vielleicht erledigen, bevor der uns von hinten attackieren will. So. Lieber können wir sicher gehen. Ach da! Der steht irgendwie hinter uns oder so. Muss, ne? Trotz Zielhilfe muss ich halt immer so ein bisschen Richtung Kopf schießen und dann verziele ich mich halt auch oft. Obwohl im Moment geht es einigermaßen.